Oder moin zu einem weiteren Stadionvlog. Es steht der Pokal an, DFB-Pokalabend in Stuttgart, Heimspiel. Ja, wegen der Anschlusszeit natürlich auch dem Wochentag, Mittwoch und so, ist natürlich auch für Leute, die von weiter her kommen, nicht so attraktiv, aber vor allem eben auch der Gegner. Jetzt gar nicht vom Club, Bielefeld, cooler Club, coole Fans. Letztes Jahr in der Bundesliga gespielt, aber eben aktuell auf Platz 18 in der zweiten Liga. Das reißt jetzt nicht die Leute ins Stadion am Mittwochabend in der zweiten Pokalrunde, wie es jetzt der BVB oder sowas tun würde beispielsweise. Deswegen bleibt so ein bisschen der Andrang auf die Tickets aus. Wir sind so bei irgendwo 21.000, 22.000 Stand gestern. Vielleicht haben wir ein paar mehr ihre Karten geholt. Vielleicht können wir auf die 25.000 zugehen, wäre ja ganz schön. Reiht sich auch so ein bisschen ein, habe ich auch im Vorbericht gesagt, reiht sich ein bisschen ein in so Pokalpartien wie vor ein paar Jährchen gegen Braunschweig. Es war Achtelfinale sogar in der Verlängerung erst weitergekommen, da waren es auch nur 22.000 in etwa. Reiht sich da ein bisschen ein, ist eben der Gegner auch ein bisschen die Attraktivität vom Spiel natürlich generell, weil man muss sagen, heute erwarten die meisten, dass wir das Ding holen. Ich erwarte es auch, ohne jetzt irgendwie einen Fehler einzugehen, wie damals bei Schalke oder so, von einem Pflichtsieg zu sprechen, richtig, weil eigentlich ist es einer, aber ne, so für die Gedanken ein bisschen anders ranzugehen, weil natürlich Bielefeld trotzdem nicht unterschätzen darf. Wie gesagt, letztes Jahr noch Bundesliga gespielt, jetzt halt aktuell letzter der zweiten Liga. Also die Lage ist ganz klar vorm Spiel. Hoffnung oder Angst ist ein bisschen da, dass wir halt, ja, dass der VfB Dinge tut, dass der Pokal seine eigenen Gesetze schreibt, die ganzen Sprüche da, darauf hoffen wir nicht. Stimmung wird trotzdem, glaube ich, ganz ordentlich werden, weil, da bin ich ja auch drin, die Kurve, der harte Kern quasi, gerade die Mitte von der Kurve, also auch im Sitzplatzbereich, aber vor allem auch die Steher, alle ausverkauft. Also Stimmung wird trotzdem da sein. Fahren wir mal los und gucken, was der Abend so bringt. Thank you.
Jawohl! Wahnsinn! 1-0 nach
Ja, das war mal die Favoritenrolle komplett vollumfänglich ausleben und der Rolle gerecht werden, sag ich mal. Aber wir fangen mal von Beginn an. Ich weiß nicht warum, es war nur die Hälfte drin. Klar, Kobe war gut ausverkauft, aber war nur die Hälfte drin, wie normalerweise die 48 hier reinpassen, waren nur so 24,5 drin. Trotzdem war der Einlass völlig bescheuert in der Kurve. Hat viel länger gedauert als gegen Bochum zum Beispiel, wo ja alles ausverkauft war. Verstehe ich nicht ganz. Ich habe hier links meine Notizen, dass ihr Bescheid wisst. Laut Wimmer, oder laut Missentat, andersrum laut Missentat, bleibt auch Wimmer gegen Dortmund noch auf der Bank sitzen. Am Wochenende hieß es wohl vorm Spiel. Ja, ist auch okay. Hat er seinen Job sehr gut gemacht bisher. Wimmer in Dortmund, ja, ich meine, will nicht ausschließen, was zu holen ist, aber ob man da ist, Wimmer behält oder da den neuen Trainer das erste Mal hinsetzt, ist für mich eigentlich egal. So lassen sich auch ein bisschen Zeit auf der Trainersuche, beziehungsweise eher bei der Trainerentscheidung, wenn es in die zwei Kandidaten bleiben. Außer natürlich Wimmer überzeugt so sehr, dass sie ihn halten. Muss man gucken. Erwarte ich jetzt eher mal nicht, wenn sie mit beiden schon Gespräche geführt haben mit den zwei Kandidaten. Gucken wir mal. Und einfach auch mal wieder entspannt ein Spiel geschaut. Entspannt ein VfB-Spiel geschaut. Ruhig. Wieder also eiskalt effizient gewesen heute. Hatten natürlich noch mehr Chancen als gegen Bochum. Die dann halt auch nicht reingegangen sind, also war weniger effizient, doof gesagt, als gegen Bochum quasi. Aber trotzdem, 6 Hütten, 6:0 ist der helle Wahnsinn. Komplett den Frust von der Seele geschossen auch, auf den Frust von der Seele gejubelt im Stadion. Stimmung war richtig, richtig nice, sehr, sehr geil für eben auch die 24.500. Aber wie gesagt, Kurve war ja sehr gut ausverkauft und da ist ja der Stimmungskern. Ohne Gegentor, stimmt, ohne Gegentor kommt auch sehr, sehr gut mal, tut sich auch bestimmt. Fühlt sich bestimmt auch für die Mannschaft sehr, sehr gut an, mal ohne Gegentor zu bleiben. Bei der Höhe wurde man so ein bisschen perplex fast. Haben wir geschaut. Dynamo, also letzte Saison im Pokal, erste Runde haben wir 0 zu 6 gewonnen. Das zähle ich mal nicht so ganz rein. Das letzte 0 zu 6 davor. Wir hatten ja viele 5 zu 1, ich glaube 3, 4, 5 zu 1. Und das war das 0 zu 6 in Nürnberg. Vorletzter Spieltag, Aufstieg klar gemacht mit einem Legenden-Match-Reaction-Stream auch von uns hier. Das war das letzte 0 zu 6 tatsächlich. Trainerwechsel zeigt vielleicht wirklich irgendwo seine Wirkung, auf jeden Fall in Sachen Chancenverwertung. Da zeigt seine Wirkung und irgendwie auch ja, die Attitüde, mit der man reingeht. Die hatten richtig Spaß beim Kicken einfach. Da hat sich so ein bisschen an ein paar kleinen Stellen schon was verändert, auf jeden Fall. Vor allem auch im Kopf bei denen, war ja auch die Hauptaufgabe, erstmal den Kopf wieder freikriegen. Das haben sie hinbekommen. Wobei man halt heute auch das Ganze nicht überbewerten darf. Weil Bielefeld war auch unterirdisch. Also Bielefeld war wirklich, wirklich schlecht. Du hast gemerkt, dass sie gerade Platz 18 sind in der zweiten Liga. Es war ja nicht mal so, oder aus Sicht von Bielefeld-Fans vielleicht nicht mal wenigstens so, dass sie sich hinten reingestellt haben und irgendwie lange versucht haben, die Null zu halten. Nee, die haben sich irgendwie von Minute 1 an gefühlt ihrem Schicksal übergeben. Ganz, 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 ganz biedere, schlechte Leistung. Da wünsche ich denen. Oder euch Arminen, den Bielefeldern auf jeden Fall viel, viel Glück für den Abstiegskampf in der zweiten Liga. Wäre sehr, sehr schade. Gab es schon öfter, aber wäre sehr, sehr schade, wenn Bielefeld tatsächlich den direkten Marsch ganz runter macht. Gab es schon ein paar Mal, dass man von der ersten in die zweite in die dritte direkt weitergereicht wurde. Hoffe ich nicht. Euch viel Glück für die restliche Saison. War dann sehr schön, am Ende immer nach Siegen auch mal wieder Paradise City zu hören, auch schon gegen Bochum. Einfach wunderschön, wenn das da angeht im Stadion. Traumhaft. Und auch hier nochmal zum Schluss. Kuss geht raus an die drei Kollegen, einer vor dem Spiel, zwei nach dem Spiel. Die haben mir ein Foto gemacht in der Kurve. Sehr, sehr geil sehr, sehr geil euer Support. Vielen Dank dafür. Danke natürlich auch fürs Zuschauen für dieses Video. Lasst gerne das kostenlose Abo da. Es ist schon spät. Und bis zum nächsten Mal.